Willkommen bei mir, dem Thorsten Ratudo, beim Clan True Warriors. Ja, worum geht's eigentlich heute? Ich blende heute mal ganz bewusst hier den Chat von uns ein, denn ihr habt ja gesehen, die Folge heißt so ein bisschen Clanleben, Frust und auch Kritik. Also die Kritik geht auch an mich. Also auch ich nehme mich natürlich immer selbst in Kritik, mecker an mir rum, nöle an mir rum, sage, meine Herren, der Angriff war aber scheiße etc. Aber mich interessiert einfach mal, wie halten das andere Clans? Wie leitet ihr eure Clans? Wie reagieren die Vizes? Wenn ich zum Beispiel so einen habe hier wie den Hades, der ist ja erst im Stream zu uns gekommen und dann, ich weiß, ich kann nicht mehr nach oben scrollen, weil das sind schon die letzten Einträge hier, die sind ja auch schon ein paar Stunden alt. Aber der Hades sagte einfach so, hat den Clan dann verlassen und wollte hier dann wieder rein. Und dann, sorry, musste nur eine Wette gewinnen. Also Hades, was soll das? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich meine, dann fragt auch gleich der YSH, Wette, Wette, keine Ahnung. Dann kommen so welche wie der Ralle hier rein, der will uns mal besuchen, gar kein Thema. Und er wollte uns hier kennenlernen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass er am Wochenende mit uns den CK macht, denn er hat gefragt, ob er hier mit rein kann oder uns öfter besuchen kann. Eigentlich mögen wir keine Hopper. Aber ich meine, wenn es ein netter Hopper ist wie der Ralle, dann nehmen wir natürlich auch immer mal wieder jemanden mit, gerne mit in den CK rein. Also wer dann hoppt, bei uns ein CK mitspielt und dann wieder geht, ist uns das auch recht. Ja, dann hat er ein CK mitgespielt, hat er abgeliefert, so will ich es mal nennen. Und der Hocker hat das hier schon richtig bemerkt. Da haben wir mächtig einen auf den Arsch bekommen. Holla, die Waldfee. Waldfee ist ja eigentlich ein anderer YouTuber. Und der Gegner hat natürlich richtig abgeräumt, aber ihr seht das hier. Ja, jetzt dann komme wieder, wartet. Worauf sollen wir denn warten, Energy? Auf deine noch schlechteren Angriffe oder worauf wollen wir warten? Bin ich gleich beim nächsten Thema. Angriffe. Ja, wir haben natürlich im letzten Clankrieg, das habt ihr schon im Stream gesehen, so richtig auf die Nuss bekommen. Ich belächle das natürlich. 34, 43, also genau umgekehrt an der Stelle. Und der gegnerische Clan Yes We Can aus Frankreich hat wirklich gut angegriffen, muss man so sagen. Also es hat ja schon fast Spaß gemacht, hier zu sehen, wie die ihre Angriffe hier geplant haben und durchgeführt haben. Und ihr seht das hier, die haben nur zwei Sterne hier offen gelassen. Also wirklich stark an der Seite. Auf unserer Seite, ja, bleiben unten mal eben vier Neuner auf. Ja, und dann ganz komische Angriffe. Ich meine, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt schon wieder dabei haben. Also ich sage dir, wenn du schon wieder nur deine Queen dabei hast, und da muss auch einer mal von uns ein Auge drauf haben, dass solche Angriffe hier, die können funktionieren, gar keine Frage. Aber oftmals, wenn ich sowas sehe, dann sage ich gleich, einer oder keiner. Aber drei wären es nicht, auf so eine relativ starke Base hier. Und also für ein RH9 jetzt, und der Fatboy ist ja ein RH9, und ja, da weiß ich nicht, was uns da geritten hat. Warum nehmen wir die Leute dann mit? Wir sagen ja eigentlich immer, ja, alle Helden, wundern uns natürlich, dass wir dann nur 15er CK spielen. Aber wenn wir dann welche mit reinnehmen, wo wir von vornherein schon wissen, der hat ja immer noch keinen King, ja, weil der immer noch im Ausbau ist oder schon wieder, ich kann es gar nicht sagen, dann müssen wir einfach ein bisschen genauer drauf gucken, wen wir denn letztendlich mit in die Kriege mitnehmen. Und das ist auch kein Einzelfall hier. Ja, dann wundert es auch gar nicht, dass wir dann hier auch im unteren Bereich selbst die letzte Base nicht schaffen. Also das kommt ja bei uns auch wirklich, wirklich selten vor. Ich meine, klar, da müssen da Zehner ran. Ich habe in meinem zweiten Angriff auch einen Zehner, einen Neuner gemacht und habe den aber wenigstens gedreiert. Aber wir waren ja, glaube ich, bis 7 oder 8, ich glaube bis 7 hoch waren wir auch im Rathaus 9er, also unsere 9er mussten schon gut abliefern, gar keine Frage. 9 auf 9, das musste einfach laufen hier, denn wir hatten oben ja gar nicht so viel 10er, um das alles zu kompensieren, wenn die 9er hier unten fehlen, da wir ja selber auch noch so eine Art Gegenüber haben, also wenn man sich mal an den Gegenüber orientiert, aber so wird das hier gar nichts. Ja, also da müssen wir so ein bisschen besser drauf aufpassen, und ich zeige auch gleich, was ich eigentlich damit meine, ein bisschen besser drauf aufpassen. Man muss letztendlich ja so ein bisschen mal
in den Clan reingehen. Man muss mal fragen, du, warum spielst du im Moment die letzten 15 Wochen gar nicht mehr mit? Und man hört nichts von dir, man sieht nichts von dir. Kann auch sein, dass das an dem einen oder anderen dann vorbeigegangen ist oder man weiß es gar nicht mehr. Ja, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, du, in den nächsten 10 Wochen, da habe ich richtig mal Loche, da bin ich auf Montage oder was auch immer. Und da kann ich nicht. Und dann weiß das vielleicht jemand nicht mehr, dass sowas mal ausgedrückt wurde. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich muss mal jetzt eben schauen, ist zum Beispiel, sind solche Angriffe hier. Ich meine, der Energy ist der 10. und greift den 7. als erstes an und danach den 5. Also hallo, was soll das denn? Ne? Und hier unten, ihr seht das ja, sind noch etliche Bases. Es ist ja kaum ein 9er gedreiert worden hier. Ja, also ich habe mit dem Alex hier immerhin eine Base auf 3 geschafft und dann beziehungsweise den ersten auf 2 und den zweiten auf 3. Aber ich weiß nicht, was das soll, Energy. Und jetzt gucken wir es uns auch an. Ja, sind wir mal ehrlich. Ey. Hallo? 9 Eilzauber, eine Queen und 22 Baby 2 Drachen. Was ist das? Was ist das? Das ist ja, du guckst in die Armee und weißt, scheitert. Ja, scheitert an der Stelle. Ja, was heißt scheitert? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 2 Sterne holt er sogar. Ja, ich meine, hier holt jeder RH6 2 Sterne, hätte ich fast mal gesagt, wenn er Fuchs ist. Aber das hilft uns an der Stelle nicht, denn so ein 5er hier, der musste in diesem starken Clankrieg, der muss mit 3 fallen. Also sinnvoller wäre es dann gewesen, noch wieder auf einen 9er zu gehen und nicht auf einen 10er. Also, ey, was reitet euch, Leute? Ah, ich weiß es nicht. Also, ich kann mich, ja klar, natürlich rege ich mich darüber auf. Ja, hier seht ihr den 10er, den ich gemacht habe, beziehungsweise den 9er, den ich gemacht habe. Und ich glaube, auch hier habe ich mal einen 9er erfolgreich hingelegt mit Hexen. Aber ich habe immerhin beide Helden. Also ich mache das nicht, dass ich sage, ich gehe nur mit einem Held mit. Einige Clans machen das ja. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Die sagen auf Biegen und Brechen, wir spielen CKs. Egal, ob da einer ein Held hat, kein Held hat oder auch gar nicht angreift. Wir nehmen die alle mit. Ja, wir spielen hier so einen großen 40er und von den 40er greifen aber nur 25 an, sage ich mal. Wir nehmen die EP mit, wir leveln damit und nach uns die Sinnflut. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist an der Stelle. Und deswegen muss man sich die Leute einfach mal anschauen. Ich komme da gleich auch noch zu. Ich habe das eben schon gesagt. Und wie das eigentlich hier, wie sich so ein Clan-Bild hier auch abspiegelt. Ja, hier kommen ja auch Leute rein und die sehen dann, dass es hier bei uns welche gibt mit 0-0. 0-0, keine Liga. Ja, was? Und das schon seit Wochen. Ja, dann fragen die sich natürlich auch, was ist denn hier los? Wieso ist der hier im Clan, wenn ihr euch immer so hergibt? Wir sind ja so ein total aktiver Clan. Hier gibt es nur Leute, die immer mit uns kämpfen. Und dann spiegelt das sicherlich nicht das wider, was wir eigentlich immer lobpreisen, beziehungsweise immer an uns preisen, so kämpft mit uns. Wir sind hier die hyperaktive Truppe. Und wenn du dann in den Clan guckst und hast da 43 Mann und 15 sind grün, Mensch, das ist ja Hyperaktivität. Aber einige, muss ich ganz klar sagen, die habe ich hier noch gar nicht gesehen oder schon wirklich, wirklich lange nicht mehr gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, was die reitet. Ja, denn da gibt es dann welche, die halten hier so ganz, ganz klein bei. Das heißt also, die sind da, aber eigentlich sind sie nicht da. Denn sie sagen nie was im Chat. Sie fordern nie Truppen oder so gut wie nie Truppen. Sie geben auch keine Truppen, ja, weil man will ja nicht erkannt werden, dass man plötzlich so nach dem Motto, oh, du hast ja gerade gespendet. Warum bist du nicht im CK dabei? Und deswegen dann plötzlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen und aus ihrem ich will ja nicht erkannt werden da sein, denn plötzlich doch noch hier irgendwo plötzlich wieder mitspielen müssen. Oh Gott, sie müssen wieder mitspielen. Ja? Und deswegen ja, ist das sehr, sehr schwer. Ich werde das sicherlich auch mal bei uns andiskutieren, wie wir hier weiter verfahren. Das ist sowieso der Hammer. Es gibt ja hier verschiedene Statis. Es gibt hier den Anführer, das Hocke. Ja, das ist Hocke seine Truppe hier. Es gibt hier ein paar Vize und es gibt ein paar Älteste. Ältester ist ja eigentlich, wird hier jeder, der hier mit uns mal im Clankrieg mitkämpft. Ja, gar keine Frage.
Der wird ihr Ältester. Und warum wird er ihr Ältester? Damit wir, wenn er dann mal verbockt oder Scheiße baut, sich unanständig benimmt oder nicht angreift, wo wir ja auch nicht wissen, warum das passiert. Manchmal sind es ja, oder meistens sind es ja irgendwo Real-Life-Probleme. Jemand kann nicht, jemand hat kein Netz oder was auch immer, hat es verpennt. Dann kann man immer noch agieren und kann sagen, pass mal auf, den kicken wir ja nicht. Der hat ja sonst immer stabil angegriffen, ist immer da, ist Clan-Mitglied schon länger. Und den degradieren wir dann einfach erstmal. Und nach dem nächsten Mal ist er in der Regel sowieso wieder Ältester, weil er dann seine Angriffe wieder macht. Weil wir eigentlich wissen, das ist ja ein stabiler Member hier, der ewig mit uns mitgekämpft hat. Und das ist dann schon eher ungewöhnlich. Aber um auch dann allen gerecht zu werden, vor allen Dingen dann, um unseren Regeln dann gerecht zu werden, degradieren wir nur. Nächstes Mal ist er sowieso wieder Ältester, weil wir wissen, kämpft sowieso wieder mit uns mit. Und das sind eigentlich nur die Gründe. Also, da hat dann auch jemand gefragt, warum er denn noch kein Ältester ist. Und ich zeige euch gleich mal diesen Char. Ich weiß auch gar nicht, warum der noch hier ist. Also, ich muss ja hier die Rauschmisse auch diskutieren. Das heißt also, ich schmeiße nicht einfach so raus, sondern wir klären das in unserer Anführergruppe oder Vize-Anführergruppe und diskutieren das aus, wen wir eigentlich aus dem Clan rausschmeißen und warum wir es vor allen Dingen tun. Und da fragt sich dann jemand, warum bin ich denn eigentlich noch nicht Ältester? Und die meisten sind hier Ältester. Da konnte ich dann auch nur schreiben, du hast wahrscheinlich noch nie bei uns einen Krieg mitgespielt. Und so einfach so wird man das einfach nicht. Ja, sondern wir wollen ja auch von den Leuten was sehen. Ob das dann Fail ist oder nicht Fail ist, das ist egal. Ja, also das spielt überhaupt keine Rolle. Failen kann ja jeder. Wenn es danach ginge, wäre ich hier schon in diesem Clan super lange nicht mehr drin, weil ich ja am laufenden Band fehle. Nicht immer, aber doch sehr häufig. Und aber es ist ja auch nicht einfach. Und ja, dann fragen sich manche Leute, warum bin ich noch nicht Ältester? Also ey, ich weiß nicht, was in euren Köpfen abgeht, aber ich gehe jetzt mal in den Clan rein und dann versteht er sicherlich, was ich meine. Ja, das ist hier der so ganz Unerkannte. Ich nenne die Namen hier heute auch, also auch wenn die mein Video gucken, was ich jetzt nicht unbedingt glaube. Und ich sehe mir hier den WWW8 an oder WW8 an. Der hat ja lange mit uns gekämpft und man sieht ja auch, ja, seine Base ist auch aktiv. Ja, hier sind Bauarbeiter, hier ist im Moment nichts abgefarmt. Und wenn ich mir jetzt die Pötte hier angucke, ja, die hat er ja vor kurzem gelehrt. Der ist also, irgendwo ist er ja aktiv. Aber er sagt nichts, er macht nichts. Er spielt keine CKs, hat ja beide Helden. Kann ein Zeitproblem sein, oder aber wir haben es nicht mitbekommen, dass er eigentlich hier eine große Pause einlegt, im Moment nur Minen und Sammler leert und mehr nicht macht. Aber wenn ich mir dann noch so andere angucke und ihr seht das, wie viele Rote wir haben. Also da geht mir ein bisschen die Galle hoch, muss ich echt mal so sagen. Wo ist er denn hier unten, der Swash 2000? Ja, der hat sich beschwert hier. Warum bin ich noch nicht Ältester? Rot? Wir gucken mal rein. Beide Helden, ja, oh, die Queen ist wieder da, eben war sie noch am Schlafen, aber Dauer abgefarmt, das sehe ich einfach daran, dass der Pott hier schon wieder fast voll ist und er ja immer noch in Schutt und Asche hier liegt, also der macht gar nichts hier. Und dann willst du Ältester werden? Ja, das sind so eine Kandidaten, die werde ich gleich einfach mal bei uns in die sozialen Gruppen reinwerfen und letztendlich, ja, die gehen hier raus, denn wir wollen ja am Wochenende einen großen 30er spielen mit Leuten, die von außerhalb hier reinkommen, die dann sicherlich auch grün sind. Lukas ist abgemeldet, das ist so ein 0-0er hier, der ist beruflich ganz stark eingespannt. Der andere Lukas darunter ist ganz neu, das seht ihr. Ja, also dann guckt man sich die Leute auch an. Der Fabulous, der Patrick, ist auch bei mir im Stream reingekommen, aber da weiß ich eigentlich von vornherein, das ist so ein relativ stabiler Spieler. Das merkst du auch, den kenn ich ja nicht persönlich, aber ich kenne ihn aus meinen Streams und weiß, was er da immer getippt hat und wie man sich unterhält. Und deswegen kann man so ein bisschen einschätzen. Alle anderen hier kenne ich natürlich schon ein bisschen länger. Und aber bei dem einen oder anderen, ihr habt es ja gerade gesehen, also auch Fatboy hier immer noch, ich weiß gar nicht, hat er immer noch einen Helden. Wahrscheinlich, ja, der King geht immer noch hoch. Ja, und er ist wieder im CK dabei. Also es ist mir ein Rätsel, ehrlich. Das meine ich eigentlich so ein bisschen mit Clanleben, wie ihr das haltet oder beziehungsweise wie man das Ganze überhaupt gestalten kann. Abschließend will ich hier so einen Angriff von Marco zeigen. Auch der ist hier bei uns aus dem Clan raus. Das ist dann, kommt dann wahrscheinlich unter dem Thema Frust raus. Ja, dass man natürlich nicht immer Zehner hier drei Sterne hat.
als RH11, das hat er ja auch schon gemacht, hat auch schon 11er gedreisternt, aber es klappt halt nicht immer und ist jetzt aus dem Clan raus, aus welchem Grund auch immer, hat nicht gesagt, tschüss, mich nervt das Spiel dann oder Wiedersehen, ich bin angefrustet von euch, weil ihr die letzten 10 CKs nur 3 Stück gewonnen habt, ja, ist halt so. Ja, unsere Bilanz im Moment ist nicht so super berauschend und was willst du machen, ist ja auch nur ein Spiel und mal hast du Glück oder mal hast du den Erfolg und mal hast du halt den Misserfolg. Das, ich meine, wenn der Misserfolg dann so deutlich ist wie hier, dann fängst du auch an das Ganze zu belächeln. Denn wie gesagt, ich habe ja gesagt, es hat schon fast Spaß gemacht, dem Gegner zuzugucken, wie der seine Angriffe geplant hat, gemacht hat. Denn daraus lernt man eigentlich nur. Ja, ich habe heute schon etliche hier gesehen, die getippt haben. Ich gucke mir mal ein paar Gegnerangriffe an vom letzten Clankrieg und dann lerne ich da mal raus. Denn die haben wirklich Hand und Fuß gehabt. Da hat jede gesetzte Truppe hatte irgendeinen Sinn. Und sonst wären die auch gar nicht bis auf 43 Sterne bei uns gekommen. Also die waren wirklich rundrum wirklich super, super aktiv. Da hat auch gar keiner, so wie der Energy, irgendwie hochgegriffen. Erst als die ganzen Neuner weg waren, da hat er mal auch mal so ein Neuner auf den RH10 angegriffen. Kann man dann ja auch machen. Ja, wir haben ja auch einige dabei, ich ja auch, die es Rathaus draußen haben. Dann nimmst du den Bonus natürlich mit, wenn du sowieso schon auf der Gewinnerspur bist. Und das ist dann sicherlich auch zulässig. Oder man probiert einfach 2 Sterne auf so ein bockhartes RH10 als RH9. Kann man auch machen, machen wir ja in der Regel. Bei uns gibt es eigentlich keine Lotangriffe. Und wenn wir auf der Siegerstraße sind und ich mit meinem RH9 noch einen Angriff auf hätte, dann würde ich auch sagen, ja, ich übe mal auf den 10er, aber dann suche ich mir schon einen raus, wo es sich auch lohnt, muss ich mal so sagen. Also so ein bisschen mal Kritik. Also wie gesagt, die Kritik, der Frust und auch das Clanleben, das Ganze spiegelt sich natürlich auch auf mich wieder. Also ich nehme mich da absolut nicht aus. Ich bin da mittendrin. Ich bin ja letztendlich auch nur ein Member hier. Auch wenn ich hier Vizeanführer bin, agiere ich gar nicht mal so häufig als Vize. Aber ich nehme mich dann nicht aus. Also jetzt nicht denken, hier Toto meckert wieder über alle und ist er selber genauso. Ja, so ist es. Und deswegen auch meine Wenigkeit oder auch der Hocke. Wir nehmen uns immer voll in die Selbstkritik. Hocke geht meistens offline für ein paar Stunden und packt das Spiel erstmal nicht mehr an. Ich mache das ein bisschen anders. Und aber ihr seht es hier oben ist einfach ein bisschen zu viel aufgeblieben, beziehungsweise wir haben viel zu viele Versuche gebraucht. Und dann fehlen wir mal einen Abschluss mit mir, denn ich wollte als erstes auf die 10, auf die 2. Der Angriff war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich hatte mir hier gedacht, ich funnel hier also die Luftabwehren, haben mich hier so ein bisschen nicht beeindruckt, aber sie standen halt so da, dass ich das Rathaus nicht decken, wenn ich die Luftabwehr wegbekomme. Und vielleicht sogar die. Und habe mir eigentlich gedacht, ich funnel dann hier oben rüber über diese ganzen Lager, schlage ich hier meine Schneise, hier unten dann mit meiner Queen. Das ist mir an der Stelle auch gelungen. Was ich gemacht habe, ich habe als erstes hier, ja, ist auch ganz witzig, ich habe das woanders gesehen, ich habe den Feger weggeblitzt. 2 Blitz reichen dafür auf 7 und dann ist der Feger schon mal weg, weil ich wollte ja von der gegenüberliegenden Seite mit meinen Drachen rein. Und da ist natürlich nur noch der Feger, der in die Richtung zeigt. Also so kann man mal einen Angriff beginnen. Habe dann oben mit meinem King angefangen zu funneln. Und zwar mit King und so ein paar Bowlern. Der Funnel war nicht weit genug. Das war letztendlich dann quasi im Hauptteil mein Problem, dass mir so ein bisschen die Drachen also ein bisschen entflogen sind. Hier habe ich eigentlich gedacht, boah, King, was kommst du denn weit? Ja, super Sache. Dann wollte ich natürlich die Luftabwehr wegkriegen. Da habe ich einfach ein paar Ballons genommen und schon mal die Luftabwehr hier weggemacht, denn die stört natürlich meine Drachen ganz enorm und komme sogar richtig weit in die Base rein hier. Also Tesla auch noch weg, also schon mal kleines Loch geschlagen hier. Ich hatte auch Max Drachen in der Clanburg. So, weiter geht's mit der Queen, also die Schneise hier oben ist nicht schlecht. Ja, ich hätte lieber den Riesen und die Magier hier unten setzen sollen. Da hätte ich weiter clearen müssen, denn ihr seht das jetzt, wo ich mit den Drachen rauskomme, da entfliegen mir welche zur Seite. Ja, und wären die natürlich schön gerade mit reingegangen hier, dann hätte ich vielleicht auch, ja, vielleicht hätte ich das Rathaus Richtung Rathaus geknackt und hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen,
mit den Drachen, bis die Queen erstmal hier weiter marschiert. War aber nicht so schlimm. Also ich tröste mich so ein bisschen bei diesem Angriff hier. Ich war in der Mitte. Ja? Und hab's Rathaus leicht angekratzt, aber mehr auch nicht. Und so waren es hier nur 42%. Also auch, ja, ist für mich dann auch frustrierend, gar keine Frage. Ja, du hast einen Plan. Der Plan geht überhaupt nicht auf und dann fehlst du hier so. Ich mache mir dann nur kurz den Kopf rum und dann gucke ich mir die Angriffe nochmal an, analysiere und habe halt gesehen, jawohl, hier hinten, da hat es am Funnel gefehlt. Und ja, ist halt so. Kann man nichts machen. Wir bleiben hier weiter am Ball spielen. Nach wie vor wieder ein 15er CK hier am Stück. Das heißt also auch hier, glaube ich, sind die Rathausstufen, ja, okay, die haben einen Elfer mehr. Aber ich glaube, das können wir kompensieren, denn der Kollege hier hat keinen Adler. Also ist noch ein RH 10, hätte ich mal fast so gesagt. Und danach kommt 10er und auch bei den 8ern hier sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Wir beginnen hier mit Alex mit dem 8er. Und der 8er auf der anderen Seite ist zwar ein RH 10, aber er ist ein RH 9 halber. Da kann man was reißen. Ist sicherlich schwierig. Ja, müssen wir mal gucken, aber wir müssen natürlich unten wieder stabil sein. Und wenn ich jetzt schon wieder einen sehe hier, wie den Fatboy, also es ist nichts gegen dich, aber wieder nur mit einer Queen hier angreifen, dann geht mir doch ein bisschen die Hutschnur hoch. Also, einfach mal so eine Folge zwischendurch geworfen. Sowas gibt es natürlich auch. Oftmals halte ich das so ein bisschen zurück. Heute mal nicht, denn heute bin ich ein bisschen angedreht deswegen. Und ich hoffe, ihr seht mir das nicht nach. Also nicht alles so super ernst nehmen, was ich hier vor mir gebe. Bis dahin, euer Toto Clash.